Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim Fast Food Manager. Wir haben den Döner ja eröffnet und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich gehe jetzt auf Nummer sicher, weil ich nicht weiß, wie viel wir von was brauchen, dass ich jetzt ja zumindest nochmal einmal das Fleisch kaufe. Das kostet halt immerhin 50 Dollar und eigentlich wollte ich mir auch noch eine von diesen Salat-Dingsensen da kaufen. Also wo man diese geschnittenen Sachen reintun kann, weil ich nämlich glaube, dass wir das brauchen können. Das kostet 200. Ich wusste nicht, dass das 200 kostet. Ich dachte vielleicht 20. Warum kostet das Ding 200? Was ist das hier nochmal? Plate Pack per 500. Okay, no. Das hier ist doch, glaube ich, dann schon dieses Ding, was wir brauchen, um die, ja, um diese Teigdinger da, diese flachen, um die zu machen. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Mal gucken. Sind wir hier richtig? Nein, wir sind hier nicht richtig. Wir sind hier beim Hotdog-Stand. So. Da sind wir. So, ich bin natürlich noch etwas desorganisiert, ganz klar. Das Fleisch schaut doch eigentlich ganz gut aus. Moment. Also ich kann nicht unendlich viel runterschneiden. Ich kann immer nur ein bisschen runterschneiden. Ich weiß auch nicht, ob das Ding laufen kann oder nicht. Dieses Teil hier glaube ich, dass ich nicht brauche. Ich tue es jetzt mal ins Inventory. So. Add to Inventory. Das ist gut, dass ich das ins Inventory packen kann. Weil ich würde nämlich gerne... was habe ich denn jetzt im Inventory? Gar nichts. Wo ist denn jetzt mein ganzes Zeug hin? Jetzt ist der Salat weg. Oh Mann. Okay, das da möchte ich aber auf jeden Fall mal woanders hinstellen. Es ist halt jetzt halt wirklich... Wie organisiere ich das jetzt am geschicktesten? Ich lege dich jetzt mal dahin. So, das hier, wenn ich das jetzt halt ins Inventory tue, hoffe ich, dass ich das drin habe. Ah, okay, anscheinend sind die Dinger unsichtbar, weil wenn es das da ganz nach unten droppt. So. Remove, das wollte ich nämlich vielleicht dahin stellen. So. Mal gucken. Ja, jetzt ist natürlich der Salat im Weg, aber das macht nichts. Den stelle ich dann gleich weg. Der wird wahrscheinlich eh gleich runterfliegen, wenn ich das jetzt dahin stelle. Ah, nicht einmal. Okay, dann das Brettl. Das Brett hätte ich gerne hier an der Stelle. So, dass ich... Warte mal, wenn ich das Brett da hin tue, weil ich ja dann den Fladen drauf mache, ne? So. Dann kann ich ja... Ah, okay, das Ding habe ich schon angefangen, das macht ja nichts. Okay, wenn ich jetzt halt hier das Dingensen hier dann da drauf lege... Na, kann ich dich damit hinlegen? Dann nochmal eins. Dann müssen wir doch jetzt alle... Wie viel habe ich da gekauft? So, dann habe ich im Inventar ja noch dieses Ding. Das würde ich gerne da hinten hinsetzen. Dann hätte ich nämlich quasi das Fleisch drauf. Zack, Pumpeng. So, einmal Tomaten. Ja, keine Ahnung. Salat. Tomaten. Also hier ist nichts drin, alles klar. Das Fleisch behalte ich natürlich drin. Jetzt, wenn ich das Ding nochmal hinsetze und dann nochmal einpack, dann ist es hoffentlich, jawohl, oben auf der ersten Stelle. Ah, alles klar. So, wenn ich das jetzt nehme, ich kann es nicht, doch, add. Das da kann ich jetzt nicht mehr nehmen, okay. Dann haben wir nochmal den Mayo und das Ketchup. Dann könnten wir mal einfach aufmachen. Schauen wir halt mal, was kommt, ne? Ja, es geht schon wieder die Sonne unter, Mensch. Verdammt. Na gut, aber das andere ist natürlich auch, dass wir
dass wir halt jetzt halt vielleicht noch ein, zwei Bestellungen bekommen. Wir können uns dann ein bisschen probieren. So, da haben wir jetzt ja schon mal so ein Ding. Tag Unit. Okay, die kann ich ja wahrscheinlich auch nebeneinander liegen, oder? Oh, warte mal, wenn jetzt irgendeiner kommt und will einen Salat, ne? Was mache ich denn dann? Warte mal, eigentlich kannst du doch nehmen, Messer, was du magst, oder? So. Aber das geht da nicht drauf. Und wir können das dann eben da drauf adden. There is not enough equipment for full. Okay. Wir haben nicht alles an Equipment. Kann es jetzt halt wirklich sein, dass ich doch dieses Ding hier hinstellen muss? Ich meine, ich werde es wahrscheinlich nicht brauchen, so wie es ausschaut, weil ich wüsste jetzt nicht für was. Außer man kann natürlich so eine Rolle dann hier drauf machen. Ich stelle das jetzt mal dahin. Mach mal uff. So. Take. Okay, alles klar. Deswegen braucht man das Ding also. Mann. Na gut, das kann ich jetzt weghauen. Weil das brauchen wir nicht mehr. Okay, dann vielleicht nochmal probieren. The store is open. Vielleicht habe ich ja jetzt halt Glück. Zum Glück bekommen wir ja von dem. Okay. Von dem Döner-Shop. Und von der Hotdog-Bude ein bisschen Geld. So, weil wir müssen auf jeden Fall nochmal los. Doch das, dass wir jetzt halt keinen Karottensalat mehr haben und keine Gurken mehr, muss ich natürlich auf jeden Fall nochmal zum Einkaufen gehen. So, und von daher gehen wir jetzt halt einmal zurück. Naja, gut, war halt jetzt halt mal. Da muss man erstmal reinkommen, ne, in das Ganze. So, zack, 57. Na super. Das war aber nicht sehr viel, was wir da gekriegt haben. Ich muss trotzdem vorne am Laden vorbei. Weil es könnte ja durchaus sein. Kommt mir so vor, als würde ich hier entlang fahren. So schnell wie ich bin. Weil wenn jetzt ja doch jemand so ein Salat drauf will, so Karotten oder Gurken oder sowas. Ups, dann brauche ich das natürlich. So. Wir buyen das einmal. Und wir buyen das hier einmal. So. Ich nehme an, dass ich mit der Zeit nochmal ein Brett holen werde. Messer jetzt nicht, aber nochmal ein Brett. Und ich würde halt so gerne nochmal so einen Salataufhänger-Dingsbums da haben, ne? Ups. Ich muss denen aber nicht den Laden aufmachen, oder? Das machen die schon ganz alleine, ne? Weil den Einschalter hat man da nicht mehr. Du kommst klar, ja? Hoffe ich. So. Machen wir halt mal an. Dann schnappen wir uns einmal den da, der kommt da rein. Und dann haben wir noch mal die Gurke. Die kommt ja eigentlich da rein, ne? Warte mal. Zack, die muss ich jetzt mal so hinlegen. Einmal mit dem Messer. Aha. Dann schnappen wir uns nämlich die Gurken und die kommen dann da rein. Okay, gut. Jetzt haben wir hier schon Salat drauf. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass der nächste Kunde irgendwas mit Salat will. Werden wir sehen. So, und ob uns der da verbrennen kann, weiß ich nicht. So, da werden wir auf jeden Fall ein Fleisch drauf tun können. So, also Fleisch und Salat ist schon mal vorbereitet. Und der Laden ist offen. Also, wer ist der Nächste? Ah. Ui, okay, der will echt alles. Fleisch, Salat, Gurken, Krautsalat, Ketchup und Mayo.
Ah, okay, das ist dann Rechtsklick. Muss ich das dann da rein tun? Wahrscheinlich, ne? So ein kleines bisschen. So, dann haben wir jetzt halt hier Fleisch. Dann haben wir Salat. Und schon ist der Salat weg. Tomaten. Dann machen wir das Ding mal auf. Ah, okay. Und Mayo. Cool. Also hier kann ich gar nichts vorbereiten. Da kann ich wirklich erst machen, wenn ich die Order habe, ne? So, warten wir mal noch 2, 3 Sekunden. Ach, das wird schon passen. Na eben, sie hat uns das Geld dagelassen. Jawohl, perfekt. So, da kann ich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt etwas vorbereite, dann eigentlich nur, dass ich quasi diese Teigteile hinmache. So, was will er? Mit Fleisch und Salat. Gut. Muss ich das überhaupt braten? Da, die nehmen das auch so. Warum soll ich das denn extra da reinschmeißen? Das Ding kann irgendwo in der Ecke stehen und vergammeln. Das passt schon. Naja, no, noch, ne? So. So, Messer tun wir da wieder rein. So, wir brauchen. Oh, warte mal. Ich habe ja gar keinen Salat, ne? Doch, Salat habe ich noch. Aber nicht mehr viel. Von daher mache ich jetzt da nochmal zu. Na, da haben wir schon leer, ne? So, Gurke. So, brauche ich doch wieder ein Messer. Aber das ist ja doof, oder? So, Gurke. Tomate. Karotten. Fleisch. Das Wichtigste. So. Hey, und richtig gemacht. Okay. Also wir brauchen auf jeden Fall das ganze Salatzeugs. So, was mich jetzt ein bisschen stört, ist tatsächlich jetzt, wenn ich die Gurke mal daherlege, ist ja in Ordnung. Dann noch eine und noch eine. Schnappen wir uns das Messer und hacken das ganze Ding. So. Dann können wir das da rein tun. Aber die da eben nicht, oder? Das weiß ich halt jetzt nicht, ne? Add. Ja, jetzt müsste ich eigentlich dann dreimal hier zugreifen können. Hoffe ich. Warum das Ketchup umgefallen ist, weiß ich nicht. Habe ich wahrscheinlich mit dem Messer umgehauen. So. Fleisch kann man ja noch abschneiden. So. Das ist ja. Okay. Bisschen Geld haben wir. Da liegt nochmal was. Dann gehen wir nochmal zum Einkaufen. Das wird heute im Übrigen die letzte Folge sein. Ich wollte das Spiel ja wirklich nur anzocken. Es hat mich ein bisschen gefesselt. Deswegen wurden es ein paar Teile mehr. Aber ich höre natürlich gerne auf euch, wenn ihr sagt, macht doch bitte noch ein, zwei Folgen. So, ich nehme jetzt einmal zwei, drei Kohlköpfe. Dann nehmen wir dreimal Tomaten. Ich nehme noch zweimal Gurken. Ich nehme auch noch mal Brot mit. Und dann nehme ich auch noch ein Brett mit. Das schaut einfach ein wenig schöner aus, finde ich. So, und von da hinten nehmen wir natürlich auch noch diesen Karottenbox. Nehme ich jetzt auch immer dreimal. Ja, da muss man erst einmal reinkommen, wie viel man wo und was braucht, ne? Fleisch habe ich noch. Das wird wahrscheinlich für ein Jahr reichen. Ketchup Mayo ist natürlich noch gut. Also die Flaschen werden anscheinend nicht leer.
Das heißt, wir machen jetzt dann gleich nochmal auf. Aber ich brauche einen kurzen Break. So, jetzt aber. Sorry, ich musste jetzt echt einen Schluck trinken, weil es bei mir so im Hals kratzt. Okay, gut. Wir hatten noch vor, dass wir die Gurken, okay, das sind 15 Tomaten. Ich weiß jetzt nicht. Bleibt da. Wie viele ich davon irgendwo reinmachen kann. Aber ich wollte jetzt mal probieren. Es reicht anscheinend, egal wo ich hingehe, dass das dann aufgefüllt wird. Jetzt ist nur die Frage, wie viel von dem Zeug bekomme ich da rein? Das ist natürlich jetzt. So, wir haben noch den Salado. Zack. Einmal hier. Schnibbel die Schnabbel. So. Das müsste jetzt normalerweise. Ah, können wir gleich da drauf tun. So. Dann haben wir zweimal Fleisch. Ach, so ist gut. Dann haben wir einmal mit Gurken. Dann haben wir einmal mit Karotten. Und wir haben einmal oder beides mit Ketchup. Und wir haben eins, das mit den Gurken haben wir mit Mayo. So, das ist dann das mit der Mayo. Das willst du. Und das da ist für dich. Gut. Oh, schon der nächste. Oh, klasse. Das geht aber jetzt schnell. So, wir haben natürlich Fleisch. Salat, Gurke, Ketchup und das da. So, das ist dann einmal für dich. So, dann machen wir doch gleich wieder zwei hin. Die sollte ich vielleicht auch noch rüberlegen, ne? So, wir haben Fleisch, Salat, Gurken. Tomaten und das Zeug. So. Und wenn die, wie gesagt, zufrieden sind damit, dass ich das Zeug nicht erhitze, dann bin ich dann auch zufrieden. So. Die Dame muss jetzt mal ganz kurz warten, weil ich habe nämlich keinen Salat mehr. Also wir brauchen definitiv mehr Salat. So, zack. Dann mache ich dir es jetzt. Ich mache es dir jetzt mal schnell. So, wir haben das da. Wir brauchen natürlich auch nochmal. So. Fleisch. Und, Gurken. So viel zum Thema Gurke. Ich muss das Messer da liegen lassen. Sonst ist es doof. So, meine Güte. So, jetzt aber. Eine New Order schon wieder. So, ich lege natürlich jetzt gleich wieder mal zwei hin, weil das immer besser ist. Wir haben einmal Fleisch, wir haben Salat, wir haben Gurke, wir haben Kraut und wir haben Ketchup. So. Perfekt. Also da muss man schon ein bisschen flotter sein. Ich muss halt immer wieder nach oben gucken, ne? Das ist klar. So. Was echt interessant ist, ich schau mal, ob die zwei Köpfe da reingehen, auch wenn der jetzt natürlich einen Salat mit drauf will. Aber es geht. Okay. Gut, wir haben das, wir haben das, wir haben Tomaten und wir haben das. Halt, das brauchen wir dann hier auch noch mal. Da brauchen wir dann noch Karotzkis. Wir brauchen Salat. Und wir brauchen Fleisch. So. Das ist das erste Rezept mit den Tomatos. Und das ist das zweite Ding hier für dich. Hab ich noch? Ja, Tomaten habe ich noch. 3, 4, 5.
Bitte rollt nicht raus. Bleibt da. Nein! Geh! So. Ist ja egal, ne? Das da will ich und da komme ich nicht ran. Okay. Schauen wir mal, ob wir die alle reinkriegen. Die Kunden sind mir jetzt gerade mal egal. So, naja, das hat doch keiner gesehen. So, da vorne noch. Dann warte mal, dann tun wir mal zwei Flellies daherlegen. So. Das mit Ketchup kommt auf die rechte Seite. Dann haben wir... Oh, Gurken. Ich habe ja gar keine Gurken da. So, Moment. Ey, bis man das fertig hat, ist ein Jahr rum. So, wir haben bei beiden Gurken drauf. Wir haben bei beiden Tomaten drauf. Wir haben bei beiden Salat drauf. Und wir haben bei beiden Fleisch drauf. So, wer ist jetzt derjenige mit ohne Ketchup? Zack. Verdammt. Wrong order? Wrong order? Warum? Das war doch jetzt das mit dem Ketchup. Naja, egal. Egal. Ich habe irgendwas verkehrt gemacht. Ich weiß aber nicht was. So, wir probieren unser Glück nochmal. Fleisch, Salat, oh, Gurke. Gurke, Krautsalat. Ja, und Mayo. So, schauen wir mal, ob es jetzt halt richtig war. Okay. Jo. So. Das da. Das da. Wir haben Tomaten. Wir haben Gurken. Salat. Und Fleisch. So, und das muss dann hier draußen gewesen sein. Jawohl, gut. Na, du bist aber sehr hungrig. Warst doch gerade erst da. Ja, okay, die Portionchen sind klein für den Preis, ne? So. Wir haben Fleisch bei beiden. Wir haben ich habe keinen Salat mehr. Na super, also gut. Das ist wirklich schwierig. Also, man muss hier wesentlich mehr an Zutaten haben. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie viel hier reinpasst, ne? Ich verballer jetzt halt einfach mal das, was ich da habe. 5, 6. Okay, gut. Man kann auf jeden Fall das Ganze etwas voller machen. Kann ich da Fleisch auch reintun? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Und da wieder zurücktun, geht auch nicht. Also das Fleisch, wenn ich dann rechtsklick, ist weg. Gut. Gut zu wissen. Ja, du kannst gehen. Ich, ne? Ich habe heute zugemacht. Ich habe keinen Salat mehr. So, und du kannst auch abhauen. Tschüss. Alles gut. Also auf jeden Fall wesentlich mehr Salat, Tomaten, Gurken und so weiter. Das muss auf jeden Fall alles... das muss auf jeden Fall alles etwas ausreichender da sein. Und dann würde ich sagen, da nochmal eins. Das Messer kommt wieder... Ne, warte mal, das kann ich doch da drauf liegen lassen. Obwohl, nee. Irgendwo muss ich den Salat und so weiter schneiden. Und ich muss hier aber auch... irgendwie dekorieren können. Das ist wirklich schwierig.
So, das Ding würde ich gerne noch weiter wegstellen. Das stört mich irgendwie. Das stelle ich jetzt ganz da hinten in die Ecke beim Fenster. So, zack, braucht man nicht. Da muss das Zeug rein. Jetzt muss man mal gucken. Also ich denke auch, man ist am besten beraten, wenn man... Bleibt da. Wenn man alles wirklich vorbereitet. Ja, auch das Fleisch kann man schon schön runterschneiden. Das geht aber wirklich nur einmal oder zweimal. Also ich habe jetzt ein paar Mal drauf gedrückt, aber das ist nicht ausreichend. Von den Broten her sind nur 5 Stück drin. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Von den Broten sind nur 5 Stück drin. Was natürlich auch ganz blöd ist. Vielleicht mache ich das so, dass ich dann immer 2 da liegen lasse und das andere hier nehme, um Salat und so weiter zu schneiden. Man kann auf jeden Fall das alles richtig hin platzieren. Jo. Ich denke, vielleicht mache ich sogar noch einen Part. Einen Part mache ich noch, wo ich versuche, hier verzweifelt das Ganze gebacken zu bekommen. Und da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid. Wir gehen jetzt halt nur mal gemeinsam noch zurück. Und ich nächtige, dass wir sehen, wie viel wir jetzt halt kriegen von den anderen Buden. Da müsste ja auch irgendwas rüberkommen. Und dann werde ich im Grunde mal vorher einkaufen, dass wir ein bisschen Zeug haben. Mal gucken, ob es reichen wird. 113 Dollar waren es diesmal. Also 230 haben wir. Das heißt, wir legen das nächste Mal hier an der Stelle quasi los. Oder besser gesagt, beim Stand werden wir uns dann sehen. Okay, lasst dem Video ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir Kommentare da. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut, schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.